Der großen Freiheit wird da uns doch vorgeführt als eine von oben verordnete. Und die Frage ist ja, gibt es sowas noch wie eine Heldentat eines Einzelnen, einer einzelnen Frau wie bei uns Leonore? Wie sieht denn das heute aus? Disguises as a man. I absolutely hate the costume and I think it's very good because I think Leonore hates it too. And then Marcellina is in love with him in Fidelio. I love this music. It's really a pleasure and at the same time it's quite touching. In diesem Stück gibt es Opfer und mich hat immer mal interessiert, wie geht's denn einer Marceline? Wie hört sich das aus der Perspektive der Frau an, die eigentlich mit ihrem Lebensglück für diese ganze Geschichte bezahlt?